Servus, heute sind wir auf der Amper sind wir, genau, von Fürstenfeldbruck bis nach, wie heißt das da, bei Dachau. Himmelreich-Bergkirchen, genau, mit der Amelie und dem Dirk, nicht der Flocki. Bis später. Ich liebe das jetzt schon wieder. Da muss man nicht so viel packen. Das ist so genial. Kann ich durch hier noch? Ich glaube, da ist ein Obermann. Ja, passt schon. Die moderne Jugend von heute, die kennt nichts, gell? Mitten auf dem Fluss wird das Handy gezückt. Da hat man so einscheißen. Mit dem schönen Regen. Okay, erster Seimweg. Sauerei. Immer wieder hin. Ich sag's dir, ich schaff's immer wieder. Da kommt die nächste. Es hat mich jemand mal gefragt, was ich für Ziele im Leben habe. Vielleicht ist die Antwort, aus jedem Fluss einen Schluck Wasser trinken. Also heute, es wird eine Badetour, das merke ich schon. Ich glaube, jetzt hat es mich überall geschmissen. Naja, es ist draußen schön warm, von daher ist kein Problem. Ha ha ha!
der Wehrstufe von Esting kann man auch in die alte Amper reingehen. Das empfiehlt sich eigentlich erst ab einem Pegel so von 80, besser 85 cm, sonst fahrt man eigentlich besser im Amperkanal weiter. Wir haben es aber trotzdem gemacht. Ist einfach eine schöne Strecke, gell, so landschaftlich. Aber bei so einem niedrigen Pegel ist es halt, musst oft reideln oder höllisch aufpassen mit der Finne und naja. Und diese Eisenbahnbrücke, da muss man auch ziemlich gut aufpassen. Die ist brutal ruppig und dass die Finne nicht hängen bleibt. Das Schildkröte. Ja. Und hier kommen wir wieder im Zusammenfluss mit dem Amperkanal. Endlich gibt es wieder richtig Wasser und wieder gute Strömung. Und es geht wieder ein bisschen flotter dahin und man muss auch nicht mehr so arg aufpassen mit den Steinen. Und dann geht es wieder los mit einer Solarampe nach der anderen.
Wir sehen uns in Dachau. Genau. Ist das nicht geil? Aber mir ist ganz kalt. Mir ist kalt. Mir ist gar nicht kalt. Ja, mir auch nicht. Und hier kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer Tour. Das ist jetzt da beim Amperkanal bei Gündin. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine dermaßen fantastische Tour. Wunderschöne Landschaftseindrücke und ganz viel Action.